Tag zusammen. Ich sitze gerade hier an den letzten Johannisbeeren, die ich noch eingefroren hatte und jetzt zu so einem kleinen Smoothie verarbeitet habe. Und da dachte ich mir, ich zeige euch nochmal kurz das Video zu den Johannisbeersteckling und einer ganz einfachen Variante, wie man die bewurzelt kriegt. Jetzt, spät Ende Sommer, Anfang Herbst, ist es auf jeden Fall die Zeit, die zu schneiden. Und wir kennen natürlich alle die Variante, sie dann in den Boden zu stecken und im nächsten Jahr dann tatsächlich die Stecklinge bewurzelt zu haben. Und hier, wie ihr sehen könnt, im Wasser funktioniert das innerhalb von, ich glaube, es hat nicht mal eine Woche gedauert, dass sich hier die Wurzeln bilden. Hier nochmal kurz, wie ich sie geschnitten habe. Wichtig ist, das einjährige Holz zu nehmen, möglichst sauber abzuschneiden, ungefähr 10-15 cm. Das Holz sollte möglichst schon ausgereift sein, aber das ist relativ gut zu erkennen an der Johannisbeere, was denn das Holz ist, das an diesem Jahr gewachsen ist. Eben dann ungefähr 10-15 cm schneiden, die Blätter unten entfernen und nur das oberste Blattpaar dran lassen. Und wir sehen hier, das ist jetzt nochmal wieder ein, zwei Tage später, da haben sich schon richtig, richtig Wurzeln gebildet. Also ich glaube, das hier ist wirklich alles in einer Woche passiert. Reicht noch nicht ganz, um sie dann einzupflanzen. Aber das wird nach einer weiteren Woche spätestens möglich sein. Also wie gesagt, möglichst eine saubere Schere, möglichst einen vernünftigen glatten Schnitt, nicht quetschen. Und dann wird das Ganze rasend schnell funktionieren. Hier sind wir jetzt halt noch mal ein paar Tage weiter. Das ist jetzt schon die Wurzelmasse. Hier reicht es noch nicht, aber bei den anderen seht ihr, sind die Wurzeln schon deutlich ausgeprägter. Da können wir sie schon jetzt einpflanzen. Also, wem das Warten im Winter zu viel wird, der macht das Ganze einfach so ins Glas und fertig sind die Stecklinge.